Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Inner Summer 11 Go Licht Dead Space. Ich bin Ritalin, ihr schaut über Games for You. Fortsetzen. Okay. Dann auf zum nächsten Match. Genesis. Bin mal gespannt, wie die sich jetzt hier schlagen werden. Oh, die sind stärker als wir. Bellatrix sieht ganz gut aus, finde ich. Okay, so, wir probieren es einfach mal. Zur Tour. Vielleicht kann er sich ja trotzdem durchsetzen. Man weiß es nicht. Energienetz, war ja klar, dass es klappt. Egal, macht nichts. Kampfgeist. Das ist der Torhüter. Ich befürchte ja nicht. Doch ist es auch, ey. Scheiße. Windhaken. Stärker, das ist schon mal gut. Noch ein Kampfgeist, ey, ich flippe aus. Jetzt Feuersturm probieren, hoffen wir das Beste. Ich glaube nicht, dass der den reinbekommt. Okay, er macht was. Titanenschild. Hört schon gefährlich an. Ja, hat er abgewehrt, war ja klar. So, Energienetz vom Eintor. Was die können, können wir nämlich schon lange. Kurz mal ein bisschen umgucken. Machen wir mal hier hin. Akrobatentwist. Ach, Ektoangler stärker. So ein Shit. Imagine, rufen wir. Ich meine, wenn er auch wahrscheinlich eher nichts halten wird. Chance ist da. Die Hoffnung umso mehr. Abseits, ja lecker. Ihr Schweine. Okay, so, das wäre ein Abseits. Hier können wir hinspielen, das wäre in Ordnung. Windhaken, das klappt auch mal. Doch, wie Fehlschlag, hallo? Kampfgeist, war ja klar. So, hier Wirbelsprint. Das klappt. Machen wir durchsetzen und dann passen wir rüber. Ach, es klappt wieder nicht. Energienetz. Abblocken. Leider nicht gut genug. Wir rufen hier mal mit Victor den Kampfgeist, aber. Lancelot. Weil wenn einer ein Tor schießen kann, dann er. Und trifft damit. Avalon-Attacke. Und selbst wenn, ich meine, selbst wenn der jetzt Energie verliert, dadurch, dass er seine Technik anwendet, wäre das ja auch schon mal gut. Titanenschild, okay. Ah, er konnte aber nicht halten. Tor. Sehr gut. 1-0. Tor! Weiter so! Auch dieser Sieg gehört uns. Gegen eine stärkere Mannschaft wohlgemerkt. Oh, okay, jetzt bin ich aber voreilig. Jetzt rede ich hier schon vom Sieg, dabei ist die erste Halbzeit noch nicht rum.
Angreifen. Schwarzer Springer gegen Surtur. Hat uns besiegt. Ablocken probieren wir mal. Kostet den ja trotz allem auch alles Energie. Abpfiff. Sehr gut. Okay. Es läuft, es läuft. Starten. Angreifen probieren wir nochmal. Danach ist wahrscheinlich dem sein Avatar weg. Und damit haben wir dann schon einiges erreicht. Wow! Wir haben doch tatsächlich den Ball abgenommen. Und ihm sein Avatar geraubt. Direkt nochmal Avalon-Attacke. Können ja immer noch TP-Fusion machen. 2-0 wäre natürlich schon richtig komfortabel. Wieder das Titanenschild. Diesmal sind wir sogar noch näher ran. Und er konnte wieder nicht halten. Perfekt. 2-0, sehr gut. Weiterspielen. Natürlich sind wir nicht so schlecht, hallo. Wir haben Saints Way Turnier gewonnen. Angreifen. Viel so mit Schach zu tun. Die verschiedenen Kampfgeister, habe ich so das Gefühl. Wirbelsprint. Nicht stark genug, okay. Abblocken. Hier kriegen wir doch jetzt was hin. Und zwar machen wir mal Dunstwirbel. Einfach mal, um das auch ein bisschen zu skillen. Yeah. Das ist doch nicht schlecht, hallo. Holen wir uns den. Abblocken probieren wir nochmal. Diesmal hat es wieder nicht geklappt. Der ist ganz schön stark, der Junge. Was war das für ein Quatsch? Grätschen und danach spielen wir nach hier oben. Klappt nicht. Nochmal abblocken. Das gibt's ja gar nicht. Was ist das denn für ein Tier, ey? Hier, Wirbelsprint. Sehr gut. Arian ist Verlass. Wunder gezeichnet. Macht keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, aber egal, ist halt so. Oh yeah. Bam, aus direkter Nähe. Kriegst jetzt nochmal einen reingefeuert. Technik kann er eh nicht anwenden, der Honsel. Ja, ich habe gerade ein neues Board erfunden, Honsel. Hab's genau richtig gehört. Hier zuerst 1-0, 3-0. Und wir haben noch 7 Minuten gut. Jetzt hat er seinen Kampfgeist verloren, okay. Gretchen. Nicht geklappt. Das wird eh nicht klappen. Ah, er hat seinen Kampfgeist verloren. Sehr gut. Wirbelsprint. Windhaken ist besser. Das ist mit einer meiner Lieblingstriplings, muss ich sagen. Dann halt mal drauf hier. Oh nein. Schuss ablocken. Dunstwirbel. Abgeschwächt. Frage ist, schafft er das jetzt mit dem Schwarzbogen, das aufzuhalten? Ja. Hat er gut gemacht. Coole Technik.
Spiel beendet. Das war ja eigentlich viel besser, als ich erwartet hätte. Sieg ist unser. Sehr gut. So. Meteorklinge, kosmische Zuversicht. Axel und Mark wieder gute EP dazu bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Gucken. So. Ist noch eine Mannschaft. Spielen wir gegen die doch gerade. Touchpen ist bereit. 64. Holla die Waldfee. Langsam wird's aber krass. Gazelle, Torch. Das sind ja tatsächlich alte Mannschaften. Wie krass das ist. Es wird aber auch überhaupt gar nicht erklärt, ne? Warum man auf einmal so gegen Mannschaften aus der Vergangenheit spielt. Eigentlich wollte ich gerade einen Kampfgeist callen, danke dafür. Wie, du hast auch einen, unglaublich. Der schwarze Bauer. Holen wir uns hier mal den Lancelot raus. Wir hoffen das Beste. Ausweichen. Sehr schön. So, direkt davor, da schießen wir aber ganz normal, weil der hat keinen Kampfgeist oder so. Da müssen wir keine Energie für verschwenden, denke ich. Flammengriff, den habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Aber auch natürlich nicht stark genug. 1-0. Wunderbar. So, 8 Minuten haben wir dafür gebraucht. Noch ein Kampfgeist, interessant. Er ruft jetzt gerade einen Kampfgeist, das haben sie schlau gemacht. Jutun des Feuers, Surtur. Angreifen. Vielleicht ist Lancelot ja stärker. Nee, ist er leider nicht. Ablocken. Natürlich keine Wirkung hat. Gretchen. Auch null Wirkung. Jetzt machen wir mal unseren guten alten Wirbelsprint. Und danach passen wir hier hoch. Ach, nicht stark genug, schade. Komm hier, jetzt aber. Dunstwirbel. Auch nicht stark genug. Dampflok, vielleicht klappt das. Das klappt, sehr schön. Gemacht. Jetzt lauf doch dahin, anstatt hoppla zu sagen, du Depp. Gretchen. Das gibt's doch nicht. Sagt er nur hoppla und bleibt dumm stehen. Tetravolt. Wirbelsprint machen wir mal. Stärker als Stachapult auf jeden Fall. Sehr gut. Dann schießen wir selber mal. Und zwar mit dem Solaris-Trio, den wir neu gelernt haben. Holla, die Waldfee. Was ist das für ein Schuss? Flammengriff hat da, glaube ich, keine Chance. Hat er auch nicht. Sehr gut. Nächstes Tor. 2-0. Wunderbar. Starten. Erobern. Okay, wunderbar. Da hat er sich durchgesetzt. Spezialtaktik. Hallo, dann machen wir Luftballett. Und haben uns durchgesetzt. Super.
Holen wir doch mal Musashi aus der Kiste. Durchsetzen probieren wir. Walker-Klatsche ist nicht stark genug. Ausweichen und danach machen wir direkt den Schuss nach Möglichkeit. Alter, ah, oh Mann, warum? Das ist doch frech. Ich habe gedacht, wenn du direkt den Schuss eingibst, dann zählt das nicht mit der Halbzeitpause oder dem Halbzeitpfiff. Aber ist leider doch so. Angreifen. Leider, leider haben wir hier den Lancelot verloren. Macht aber im Grunde genommen nicht viel aus. Cragen wir hier mal. Knapp vorbei, ist auch daneben. Jetzt hat er seinen Kampfgeist aber auch verloren. TP-Fusion machen wir hier. Yep. Ausweichen. Nix da mit der Orca-Klatsche. Kampfgeist wieder entfesselt, okay. Okay. Fee des Frostes. Durchsetzen probieren wir. Klappt auch, gut. Ging beide durchgesetzt. Jetzt können wir hier nämlich ein einfaches Tor machen. Schießen, bam. Oh, Lederschredder. Hält er den? Geht trotzdem rein. Sehr gut. 3-0. Juhu, der ist drin. Wunderbar. Starten. Abblocken. Vielleicht klappt's ja, man weiß es nie. Aber man kann es jetzt in der Regel halt schon denken. Abblocken probieren wir dann so. Hä, hey, wieso konnte er denn keine... Ach so, weil ich den Schuss gemacht hatte. Dunstwirbel probieren wir. Das klappt. Ausweichen, vielleicht klappt's. Jupp. Läuft, das wird wohl das nächste Tor. Schießen. Hoffen wir mal aufs 4-0. Wieder nur ein Flammengriff. Sehr gut, drinne. 1-0. Warum sage ich immer 1-0? Bin ich doof? 4-0. Und wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten noch ungefähr. Ingame-Zeit. Abblocken. Grätschen. So, angreifen. Komm, Musashi, das schaffst du ja wohl gegen das Eisdingen. Sehr, sehr gut hier. Hallo? Wunderbar. Ausweichen. War ja klar, dass er sowas macht. Kann er mitbekommen, dass der seinen Krams verloren hat. Abblocken, probieren wir mal so. Ja, macht wieder eine Technik, ist ja klar. Tetravolt. Abblocken probieren wir mal. Hat geklappt, wunderbar. Jetzt holen wir mit TP-Fusion auf jeden Fall nochmal ein Lancelot hervor. Geht gar nicht. Weil wir es einmal schon gemacht haben wahrscheinlich. Dann nehmen wir Surtur. So,
So, und jetzt machst du Feuersturmschuss und vielleicht kann's Excel reißen, macht das 5 zu 0 und macht damit auch gleichzeitig die doppelte EP klar. Das wäre doch mal richtig gut. Wieder nur ein blöder Flammengriff. Mal gucken, was stärker ist. Der Flammengriff leider. Naja, was soll's. Dafür ist er halt noch ein bisschen zu klein. Trotzdem, 4-0 ist, denke ich, ein ganz gutes Ergebnis. Kampfgeistmünze. Ach du Schande. Wie gut ist das denn? Okay, 31, 25 Chaos. Ihr könnt mir ja mal schreiben, für wen ich die Kampfgeistmünze benutzen soll in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.